Neckisches Wasserspiel in Oberwiesenthal. In Deutschlands höchstgelegener Stadt gibt es einen Faschingsbrunnen. Eine barbusige Närrin verweist in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes auf die örtliche Faschingstradition. Bretter an den Füßen der Brunnenfigur deuten auf die Initiatoren des Blickfangs. Gestiftet wurde der Brunnen im Jahr 2002 vom Oberwiesenthaler Skifasching. Anlass dafür waren 85 Jahre Skifasching im Ort und 475 Jahre Oberwiesenthal. Geschaffen hat die Bronzefigur der Chemnitzer Künstler Volker Bayer. Nachdem das Wasserspiel längere Zeit ruhte, konnte der Brunnen im Jahr 2022 dank Eigenmittel der Stadt, Fördermittel und Spenden instand gesetzt werden. Seit Herbst 2022 gehört der Oberwiesenthaler Faschingsbrunnen wieder sprudelnd zum Stadtbild.